Schweigen für ein würdiges Gedenken an die Opfer rechter Gewalt. Geschönte Statistiken. Seit dem Mordfall wurden in Deutschland rund 150 Menschen durch Neonazis ermordet. Die offizielle Statistik hingegen spricht lediglich von 47 Toten. Nach welchen Verfahren ermittelte Beamte und Staatsanwaltschaft vorgehen, ist meist unklar. Richterinnen scheinen sich oft davor, eine Tat klar rechts zu benennen. Und auch Polizeibeamtinnen, gerade in unteren Dienstebenen, stellen sich nur selten Bemühungen an, eine rechtsmotivierte Tat von einer nicht politisch motivierten Tat zu unterscheiden. Während im Jahr 2000 die Bundesregierung von 24 Toten sprach, veröffentlichten kritische Journalistinnen im Rahmen einer über Jahre durchgeführten Studie eine Liste mit insgesamt 117 Todesopfern. Die Regierung Kohl, nicht zitterlich im Beschönigen von Statistiken, registrierte insgesamt 34 Opfer rechter Gewalt. Nach dem Amtsantritt von Rot-Grün im Jahr 1999 waren es nur noch 24. Es wird vertuscht, geschont, kleingeredet und das seit Jahren. Die Gleichsetzung nationalistisch oder rassistisch motivierter Morde in Kneipenschlägereien, wie sie in Amtsstuben oder Redaktionen nicht selten geschieht, ignoriert, dass der Nationalsozialismus eine Vernichtungsideologie ist. Sie hat System und bildet eine Grundlage für weitere Morde, vorbereitet oder durchgeführt von unscheinbaren Leuten, deren Mensch so etwas vielleicht gar nicht zugetraut hätte. Auch wenn die wenigsten Täterinnen ein gefestigtes rechtes Bild verfügen, so zeigen Dokumentationen der Gerichtsprozesse oder Interviews mit Täterinnen, wie tief und meist unmerklich die Fragmente narzisstischer Ideologie im Denken verankert sind. Oft sind es erst gewalttätige Übergriffe, die vor Augen führen, dass sich der Antrieb der Täterinnen nicht aus bloßer Lust an Gewalt speist, sondern in einer Ideologie zu verorten ist, die Menschen als lebensunwert einstuft und letzten Endes auf deren totale Auslöschung abzielt. Die Zahl derer, die im Dritten Reich ins Visier der nationalsozialistischen Herrschaft gerieten, war so lang wie die Liste der Begründungen, die die Nazis für ihr mörderisches Tun erfanden. Betrachtet Mensch die rechten Morde vom Nachkriegsdeutschland bis heute, so macht die Diversität der Opfergruppen deutlich, dass es auch heute nicht viel bedarf, um ins Visier von Neonazis zu geraten. Das Bewusstsein, dass es jeder oder jeden treffen kann, sorgt dafür, dass die Angehörigen der Betroffenen jeden weiteren Fall, der öffentlich wird, wesentlich intensiver wahrnehmen als andere. Wenn wieder eine Familie am Grab steht, wissen sie, dass es nicht dieselben Mörder waren, die einen ihnen nahestehenden Menschen aus dem Leben gerissen haben. Dennoch erkennen sie das persönlich Erlebte in allen weiteren Fällen wieder. Ihnen ist klar, dass die Täter ähnlich menschenverachtende Motiven folgen, wie die Mörder ihre Angehörigen. Sie wünschen sich, dass die Tat und das, was ihnen widerfahren ist, ernst genommen wird. Sie wollen, dass sie Gesellschaft nicht die Augen verschließt. Das Herunterspielen solcher Taten und ihrer politischen Hintergründe durch Behörden und Medien wirkt für die Hinterbliebenen und Freunde wie ein Schlag ins Gesicht. So lange wird die Lüge dort weiterleben. Dieter Eich ist einer von den verschwiegenen Toten. Vier Neonazis ermordeten in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 2000 im Nordostberliner Stadtteil Buch, also hier. Danach wird er nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Der Grund dafür ist, dass der Richter den brutalen Überfall auf Dieter Eich, welcher den Mord vorausging, als rechtsextrem, den tödlichen Messerstoch jedoch nur als Verdeckungstat einstufte. Hartnäckig hält sich das bei einem Anwohnerin Buchs die Behauptung, es habe sich um eine Keilerei unter Trinkern gehandelt, die sich ja untereinander kannten. Ein Blick auf den Urteilsspruch entlarvt die Behauptung als Mythos. Ein geeignetes Opfer sei ja in der 9. Etage wohnende dreckige Asoziale, der angeklagte K., meinte damit Dieter Eich, den er von einem nahegelegenen Imbiss kannte, wo er gemeinsam mit ihm getrunken hatte. Außerdem hatte er einige Tage zuvor gemeinsam mit Bekannten dessen Fernseher gestohlen. Daher wusste er, dass dessen Wohnungstür kein Türschloss besaß und lediglich durch einen von ihm an die Tür gelehnten Stuhl geschlossen wurde. Matthias Kowalik, der in der Tatnacht seinen Kameraden René Ross zu dem tödlichen Messerstoß anstachelte, war eben kein guter Bekannter von Dieter Eich. Er war mir erst kurz vor dem tödlichen Mord das erste Mal begegnet. Er sah sich auch vor, dass Dieter Eich im selben Haus wie René Rost wohnte, in dessen Wohnung die Nazi-Clique regelmäßig Kameradschafts- und Trinkabenden abhielt. Dass Kowalik und dessen Wohnung ein weiterer Neonazi Tage vor der Tat in Dieter Eichs Wohnung eindrang und dessen Fernseher zu stehlen, ist ein Beleg für Verachtung und Abscheu ihrem Opfer gegenüber als für eine langjährige Trinkerbekanntschaft. Für
vielen Menschen war der Mord im Buch kein Begriff, zumindest nicht bis 2007, als Antifaschistinnen sich der Sache annahmen. Bei vielen herrscht weiterhin Unkenntnis über den Fall, andere versperren sich notwendigen Auseinandersetzungen. Solange im Buch Sprüche wie "das war doch nur dieser Saufbrüder" zu hören sind, solange sich Menschen von den Gedenkaktionen gestört fühlen und solange das Bagatellisieren dieser brutalen Tat durch die Bundesregierung gedeckt bleibt, solange wird das Korsett der Verdrängung weiterhin festsitzen. Und genauso lange wird auch die Lüge im Buch weiterleben.